Auf der Documenta 7 wird nicht problematisiert, sondern zelebriert. Rudi Fuchs, der künstlerische Leiter, fordert Respekt für die Kunst. Es darf wieder gemalt werden. Die jungen Wilden haben ihren Auftritt. Der Hunger nach Bildern bricht sich Bahn. Auch die Väter der jungen Wilden sind dabei. Georg Baselitz mit seiner Welt auf dem Kopf. Politische Kunst ist eher die Ausnahme, bei Hans Hake zum Beispiel oder in der Malerei von Jörg Immendorf. Die Basaltstelen von Josef Beuys kündigen ein großes Ökoprojekt an, die Stadtverwaldung, die Pflanzung von 7000 Eichen. Diese Documenta ist ein Stelldichein großer Kunstwerke, großer Künstler und großer Gesten. Die überdimensionale Spitzhacke von Klaas Oldenburg am Ufer der Fulda zeugt davon. Man spricht vom Wunder der Künste, das kaum noch jemand erwartet hatte. 380.000 Besucher, mehr noch als beim letzten Mal, kommen, um zu staunen. The world's tallest golden tower with changing tops. Zu Deutsch, der weltgrößter goldener Turm mit wechselnder Spitze. Dieser goldene Turm eines amerikanischen Künstlers beherrscht die Eingangshalle des Museum Fridericianum in Kassel, wo am 19. Juni die 7. Documenta eröffnet wurde. Ein goldener Turm im Zentrum dieser größten Ausstellung zeitgenössischer Kunst, das entspricht durchaus den Vorstellungen des Documenta-Teams unter der Leitung des holländischen Museumsdirektors Rudi Fuchs. Auch die Kunst der Gegenwart soll kostbar präsentiert, ja zelebriert werden, soll Abstand vom Leben, von der Alltäglichkeit, der Banalität gewinnen. Das unterscheidet diese 7. Documenta von den vorangegangenen, wo die Auseinandersetzung mit der Realität, mit gesellschaftlichen und politischen Problemen im Vordergrund stand. Hier soll es friedlich und feierlich zugehen. Die Welt der Kunst als Traum, als Reise nach innen. Doch dem goldenen Zeitalter einer utopischen Kunstreise steht die reale Welt von heute entgegen. Hammerleute bewegen sich im trägen Rhythmus und symbolisieren die Monotonie der Arbeitswelt. Mit diesem überdimensionalen Raumensemble werden Widersprüche zum Konzept der Feierlichkeit und Kostbarkeit sichtbar. Die 7. Documenta ist nicht die Traumreise geworden, wie sie ursprünglich vor Jahren geplant war. Das Konzept hat sich den Tatsachen angepasst, die von den Künstlern, vorwiegend den Jüngeren, inzwischen geschaffen wurden. Rund 1000 Werke von 167 Künstlern aus 40 Ländern sind auf der Documenta, dem Museum der 100 Tage, versammelt. Früher musste sich die Documenta mit improvisierten Räumen behelfen. Jetzt ist das Museum Fridericianum sorgfältig restauriert und ausgebaut, nachdem die letzte Documenta 1977 mit einem Rekordbesuch von 350.000 Menschen aufwarten konnte. 1000 Kunstwerke für 100 Tage. Wie macht man sie dem Publikum zugänglich? Diese Ausstellung ist der Versuch, um aus der Vielfalt der Kunst, aus den vielfarbigen Dingen, die es gibt, eine neue Inszenierung zu machen, damit wir neue Erfahrungen, neue Ideen, neue Überraschungen von der Kunst kriegen. Und das ist, was wir brauchen. Wir müssen weg von den alten Konventionen. Auch die Künstler müssen ihren Heimat verlassen und neue Risiken eingehen, damit wir die Welt wieder neu entdecken können durch die Kunst. Das ist der Grund dieser Ausstellung. Die Konzeption dieser Documenta erschließt sich dem Besucher nur in der Bewegung, in einem ständig wechselnden Wahrnehmungsablauf. Den hängenden Objekten Luciano Fabros antworten gegenüber Bilder von Georg Baselitz, in denen die Figuren auf dem Kopf stehen.
frühere Dokumenten waren bewusst provisorische Einrichtungen. Die festen Wände, die jetzt ins Museum Fridericianum eingezogen wurden, sollen dieser Kunstschau den Charakter des Provisorischen nehmen und jedem einzelnen Werk gleichsam einen festen Sockel geben. Kunst ist hier ein primär ästhetisches Ereignis, wieder ein Wert an sich. Alle Wände sind weiß getüncht, um so eine Atmosphäre von Stille und Intensität zu erzeugen. Wie auf die leeren Seiten eines Buches haben die Künstler ihre Werke geschrieben, als eine Erzählung oder einen Dialog. Die Partner können sich harmonisch ergänzen oder in Widerstreit geraten. Dieses literarische Prinzip kann einen sinnvollen Text ergeben, trägt aber auch die Gefahr verwirrender Stimmenvielfalt in sich. Kaum je hat ein Künstler einen Raum ganz für sich. Zwei Bilder von Markus Lüpertz stehen im Winkel zueinander. Mit ihrer expansiven Formenfülle, die den Bildraum bis zum Äußersten spannt, sind sie einem Werk von Niele Toroni kontrastiert, der eine ganze Wand mit regelmäßigen Pinselabdrücken überzogen hat. Mit diesen einfachen Mitteln gelingt es ihm, die gesamte Fläche in sanfte optische Vibration zu versetzen. Auch dies ist eine Überraschung der siebten Documenta. Man kann in dieser anspruchsvollen und dichten Werkschau doch einige Themenkomplexe erkennen, die Auskunft geben über gegenwärtige Kunsttendenzen, die durch alle Künstlergenerationen gehen. Da ist vor allem das Bild des Menschen. Francesco Clemente, ein junger Italiener, malt zumeist auf seinen Reisen um die ganze Welt. Dabei ist ihm ein Grundproblem der gegenwärtigen Menschheit rasch deutlich geworden. Die Ernährung, der Kampf um die nackte Existenz. Dieser Bilderzyklus ist in Indien entstanden, gemalt in Hotelzimmern auf einzelne große Papierbögen. Clemente benutzt überkommene Symbolbilder wie die Schlange, die sich in den Schwanz beißt, als Sinnbild der Zeit. Sein Biss in die Schlange ist ein Symbol des Hungers. Die Sonne ist dem Mitteleuropäer eine Sehnsucht. Clemente zeigt nur ihre lähmende, alles auflösende Wirkung. Sein Menschenbild eine lapidare Aussage. Der Mensch isst, schläft, bumst, schwitzt, kotzt, stirbt. Das ist alles. Gilbert und George sagen: Wir sind ungesund, mittleren Alters, zotiger Gesinnung, exzentrisch, lüstern, depressiv, zynisch, leer, ausgebrannt, schäbig, unsgemein, verträumt, ungehobelt, arrogant, intellektuell, wehleidig, ehrlich, erfolgreich, tüchtig, zuvorkommend, künstlerisch, religiös, faschistisch, blutrünstig, destruktiv, ehrgeizig, farbenprächtig, verdammt, stur, pervertiert und gut. Wir sind Künstler. Auch der 1939 geborene Maler A.R. Penck hat die neue Welle der heftigen Malerei mit ausgelöst. Penck hat bis 1980 in Dresden gelebt, wo seine Arbeit total ignoriert wurde. Allerdings durfte er seine großformatigen Bilder im Westen unter anderem auf der letzten Documenta zeigen. Inhaltlich und formal greift er auf mythische Urmotive zurück, wie man sie aus der Höhlenmalerei und der Kunst sogenannter primitiver Kulturen, aber auch aus der Kindermalerei kennt. Penck löst diese zeichenhaften Figuren aus ihrem historischen Zusammenhang. Sie stehen nicht mehr für ein bestimmtes Ritual, sie werden zu Hieroglyphen einer rätselhaften und widersprüchlichen Gegenwart. Gerade die grobschlächtige, brutale Sprache dieser Bilder, die sich den Fragen von Geschmack und Stil verweigert, hat die jüngste Malergeneration nachhaltig beeindruckt und angeregt. Hier ein farbiges Monumentalgemälde, 3x5 Meter groß, von 1982. Der sperrige Titel TRR soll ebenso
wie die gelegentlich auftauchenden Buchstaben und Rechensymbole, nichts über den Inhalt aussagen. Penck lässt dem Betrachter den größtmöglichen Freiraum für Fantasie und Interpretation. Der Vogelmensch könnte einem archaischen Mythos entstammen. Rechts auf schwarzem Hintergrund ein Szenario von Aggression und Unterdrückung.